Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Nägel ganz einfach zu Hause selbst machen könnt. Ich benutze dafür das Polygel von Makart in der Farbe Natural Pink. Wie immer braucht ihr dazu auch das Brush and Picker Tool mit dem Spatel auf der einen Seite und mit dem Pinsel auf der anderen Seite. Hier habe ich für euch die Farbe geswatcht und wie ihr vielleicht schon wisst, liebe ich diese Farbe einfach. Das ist der perfekte Naturton. Und dann können wir auch schon mit dem Nail Prep anfangen. Zuerst müssen wir natürlich unsere Nägel desinfizieren und dafür benutze ich den Cleaner. Im ersten Schritt schiebe ich meine Nagelhaut zurück. Dafür habe ich hier so einen Nagelhautschieber. Der hat auf der einen Seite ein abgerundetes Ende und an der anderen Seite ein scharfes Ende. Und auch den desinfiziere ich vorm Benutzen, damit ich mir keine Keime unter meine Nagelhaut schiebe. Zuerst benutze ich das abgerundete Ende und schiebe damit meine Nagelhaut zurück. Arbeitet hierbei bitte sehr vorsichtig, denn wir wollen nicht unsere Nagelhaut verletzen. So, und danach nehmen wir das schärfere Ende und kratzen damit die tote Haut weg. Hier müsst ihr noch vorsichtiger arbeiten, weil das Ende einfach schärfer ist und wir wollen wirklich nur die tote Haut abkratzen und nicht die Nagelhaut verletzen. Im nächsten Schritt benutze ich meinen Nagelfräser. Wenn ihr keinen habt, ist das kein Problem, dann müsst ihr im vorherigen Schritt gründlicher arbeiten. Aber ich würde jedem, der seine Nägel regelmäßig selbst macht, einen Nagelfräser empfehlen, weil er eben sehr viel erleichtert. Und mit dem Fräser bekommt man die Nagelhaut nochmal gründlicher entfernt und dadurch halten die Nägel auch länger. So, und dann gehe ich mit dem Nagelfräser an meiner Nagelhaut entlang. Dabei arbeite ich wieder sehr vorsichtig und bleibe immer in Bewegung, damit ich mir keine Mulde in den Nagel reinfräse und somit mein Nagelbett verletze. Ich habe mir jetzt noch neue Aufsätze für meinen Nagelfräser bestellt, und zwar sind das solche Kugeln. Damit bekommt man die Nagelhaut noch gründlicher entfernt und ich benutze jetzt einfach mal die kleinste Größe. Ich habe den im Video auch das erste Mal ausprobiert und ich muss sagen, dass der wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Damit bekommt man wirklich jeden letzten Rest von der Nagelhaut weg und vor allem wird man so ganz schnell diese kleinen Schnippel los, ich hoffe ihr wisst, was ich meine, die dann an der Nagelhaut hängen und die stören bei der Modellage einfach. Nachdem ich meine Nagelhaut entfernt habe, benutze ich jetzt den Buffer. Damit entferne ich die Ölschicht und raue meine Nägel für den nächsten Schritt ein bisschen an. Um den Staub von meinen Nägeln zu entfernen, gehe ich jetzt nochmal mit dem Cleaner über meine Nägel. Und dann können wir auch schon den Primer auftragen. Der Primer ist extrem wichtig, weil er ist hier der Haftvermittler und wenn wir den nicht benutzen, fallen unsere Nägel viel, viel früher ab. Und nachdem wir den Primer kurz einwirken lassen haben, können wir auch schon den Basecoat auftragen. Der wird vom Prinzip her genau wie ein normaler Nagellack aufgetragen, bloß dass er noch für eine Minute in der Lampe ausgehärtet werden muss. Jetzt geht's gleich an die Modellage und dafür muss ich zuerst mal meine Slip Solution in ein kleines Gefäß füllen. Ich benutze hierfür einfach meinen Cleaner und das könnt ihr natürlich auch machen. Wichtig ist nur, dass ihr 99,9%igen Isopropylalkohol benutzt, beziehungsweise wird der auch Isopropanol genannt. Ich arbeite wieder mit den Nagelschablonen. Ich habe auf meinem Kanal aber auch Videos, wo ich Tipps benutze. Dann bringe ich die Schablone an meine Nägel an. Die müssen ganz fest sitzen, damit die während der Modellage nicht verrutschen. Und ich mache das immer so, ich bringe nicht alle Schablonen auf einmal an, sondern immer nur einen Nagel, den mache ich fertig und dann kommt der nächste, weil die bei mir sonst alle verrutschen. Dann können wir auch schon das Polygel auftragen. Da mache ich erstmal einen ordentlichen Klecks auf meinen Nagel. Und dann beginne ich mit meinem Pinsel, den ich vorher in die Slip Solution oder den Cleaner getunkt habe, das Gel in Form zu drücken. Dabei achte ich darauf, dass ich nicht zu nah an die Nagelhaut komme und dass ich an der Stelle das Gel schön sauber ausarbeite.
Hier drücke ich das Gel so flach, dass ich eine schöne Verlängerung hinbekomme. Und dann ziehe ich hier noch die Seiten schön gerade. An der Stelle ein kleiner Tipp von mir. Arbeitet bei der Modellage am besten schon so sauber, wie es geht und lasst euch wirklich alle Zeit, denn die Zeit spart ihr euch dann beim Feilen und ihr müsst dann eben nur noch diese Unebenheiten glätten. Und das geht dann eben ganz schnell. Nachdem der Nagel dann für 2 Minuten in der Lampe war, kann ich die Schablone abnehmen und muss mit dem Cleaner die Schwitzschicht entfernen. Und das wiederhole ich dann für alle meine Nägel. Jetzt geht's auch schon ans Feilen. Als erstes feile ich meine Seiten sauber, dass wir hier dann einfach eine saubere gerade Linie haben. Und dann glätte ich noch die Nageloberfläche. Ich benutze hier eine 100-180 Grit. Das beschreibt einfach die Körnung der Feile. Und ich würde den Anfängern unter euch raten, mit der feineren Seite, also mit der 180 Grit zu arbeiten, weil das Verletzungsrisiko sonst einfach zu hoch ist. Tastet euch erstmal daran und wartet, bis ihr gröbere Feilen benutzt. Nach dem Feilen wasche ich immer gern meine Hände, um den Staub loszuwerden. Und dann gehe ich nochmal mit dem Cleaner über meine Nägel, um danach den Topcoat aufzutragen. Der Topcoat wird auch wie ein ganz normaler Nagellack aufgetragen und muss danach noch für 1 Minute in die Lampe. Achtet hier wieder darauf, dass ihr nicht zu nah an die Nagelhaut kommt, aber dass ihr trotzdem das ganze Gel versiegelt. Meine Nägel sind jetzt an sich fertig, aber ich mag noch ein kleines Design aufmalen. Dazu gebe ich jetzt die Farben, die ich benutzen will, erstmal auf eine Oberfläche, die dann sozusagen meine Farbplatte ist. Ich benutze hier UV-Nagellack, das heißt, die können nicht von alleine trocknen, sondern müssen in der Lampe ausgehärtet werden. Und wundert euch nicht, die Farbe, die ich als zweites aufgetragen habe, benutze ich nicht. Ich habe erstmal hier alle Farben ausprobiert, um mich dann zu entscheiden, welche ich benutze und habe mich dann eben für die beiden helleren entschieden. Und dann fange ich an, mit diesem Dotting-Tool kleine Herzen auf meine Nägel zu malen. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht, das habe ich ganz intuitiv gemacht. Probiert euch da einfach aus, arbeitet in kleinen Bewegungen und wenn mal was schief geht, könnt ihr das einfach wegwischen mit ein bisschen Alkohol auf dem Pinsel oder auf einer Zellette und dann könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Ich habe dann von jeder Farbe 2 Herzen pro Nagel aufgemalt. Ich hatte das Design auf Instagram gesehen und fand es richtig süß. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Design findet, weil als ich das gesehen habe, wollte ich das einfach unbedingt ausprobieren. Und dann kommen auch noch ein paar Glitzersteine auf meine Nägel. Zum Festkleben benutze ich einfach den Topcoat, den trage ich in kleinen Pünktchen quasi auf. Und dann drücke ich die Glitzersteine in das nasse Gel, also in den Topcoat rein und gebe das Ganze für 1 Minute in die Lampe. Hier seht ihr schon das fertige Design, ich finde es ist richtig süß geworden. Und jetzt trage ich noch ein bisschen Nagelöl auf. Ja, ihr seht richtig, ich habe jetzt richtiges Nagelöl. Das habe ich bei einer Douglas-Bestellung gratis dazu bekommen, da dachte ich, jetzt benutze ich das mal. Aber ihr könnt natürlich auch weiterhin normales Speiseöl dafür benutzen. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.